Hallo ihr lieben Leute, heute geht es mal um ein nicht so prickelndes Thema und die Marie ist am Telefon und die Leonie ist dabei, weil diese Geschichte hier sich auch um die Leonie handelt und es ist eine sehr traurige Geschichte. Magst du es erzählen oder soll ich? Okay. Also die Geschichte handelt um eine gewisse Chira Snorlak. Falls ihr die kennt, löscht sie alle von der Freundesliste. Ihr hört auch gleich noch die Geschichte und ich sag's am Schluss nochmal, weil es was sehr Schlimmes passiert. Und wir weinen alle innerlich. Es fangen jetzt fast schon an, äußerlich zu weinen, wegen diesem, weil ich gerade das Video drehe und halt gerade etwas aufgeregt bin und auch gerade richtig an das Thema denke. Nämlich, die Chira hat vier Leute, die wir kennen. Ich weiß auch nicht, ob sie noch Leute, die wir nicht kennen, hat sie nämlich erpresst und hat ihn gedroht wegen ihrem Account. Und bei Leonie war es am schlimmsten. Ja, weil sie wollte drei Accounts verschenken. Und dann hat halt Chira gefragt, ob sie zwei bekommt. Ja, okay, und dann hat sie halt, am Anfang wollte sie aber nur zwei. Das sage ich jetzt auch nochmal. Und dann wollte sie halt irgendwann drei. Als wir sie heute gefragt haben und wir waren die ganze Zeit am Telefon dabei und haben auch Beweisaufnahmen, die ich jetzt aber im Video leider nicht abspielen werde, weil das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Weil es eine Privatsphäre hat. Das müsste dann Chira erlauben und ich glaube, das wird sie niemals erlauben. Ja. Chira hat dann einfach der lieben Leonie gedroht, dass sie ihrer Mutter was Schlimmes antut, weil sie, ich sag mal, ihre Mutter wurde nicht hier in Deutschland geboren. Mehr mag ich auch nicht verraten über ihre Mutter. Und dann hat sie auch noch gedroht, weil sie wohnen auf einem Bauernhof und haben dort Pferde, dass sie die Pferde von denen aufschneidet. Und ja, dann haben wir erstmal so gedacht, ja. Also ich denke mal, das würde sie nicht machen, haben alle erstmal so gedacht von uns drei, glaube ich zumindest. Außer Leonie, sie hat es erst so geglaubt. Und dann ist halt länger nichts passiert. Und dann hat sie halt noch einen Brief bekommen. Oder? Das war dann noch ein Brief, ne? Nee, sie hat dich angerufen. Soll ich weitererzählen oder magst du? Okay, ja, dann ist halt, hat halt die Chara öfters auch angerufen und hat uns halt angemacht. Und irgendwann dachte sie so, ja, ich gehe zu deiner Oma und tu ihr was. Und dann ist halt die liebe Chira, weil die wohnt direkt neben ihrer Oma, also von Leonie neben der Oma. Und dann hat sie halt zu ihrer Oma irgend so eine E-Mail oder Message geschickt, dass die Mutter von Leonie rüberkommen würde. Oder so war es doch. Und dann ist halt sie rübergekommen und hat ihre Oma sozusagen, ich sag mal so, überfallen und ist ins Haus gegangen. Und hat ihr dann irgendwas angetan, was ich auch aus rechtlichen Gründen nicht sagen darf. Und ich weiß es auch nicht, weil das bleibt unter den Ärzten und den Polizisten. Ja, weil jetzt hört mal genau zu bis zum Ende. Dann hat man halt einen ganz lauten Schrei am Telefon gehört. Das habe ich auch in einer Aufnahme, aber ich kann es leider nicht zeigen. Aus rechtlichen Gründen immer noch. Und ja, dann ist halt dieser Schrei gekommen, dieser ganz laute. Und dann hat halt Leonie uns erklärt, dass es ihre Oma war, weil wir halt nicht wussten, wie sie sich anhört. Und dann ist sie halt direkt rübergerannt und hat einen Krankenwagen gerufen und alles. Und dann war Chira weg, hat sich versteckt, war nicht zu Hause, war nirgends. Und dann ist auf einmal auch die Polizei gekommen und die Oma wurde ins Krankenhaus gebracht. Magst du weiter erzählen? Okay, also dann war halt Chara ist auch ins Krankenhaus zu ihrer Oma gefahren und ihre Eltern und alles. Die sind direkt dort alle hingegangen und sogar zum Tatort, sag ich mal so. Und Chara war verschwunden und verschwunden. Niemand hat sie
bis jetzt immer noch nicht gesehen, wo wir gerade das Video aufnehmen. 2 Stunden später wurde sie immer noch nicht gefunden. Sie ist nicht zu Hause, sie ist nirgends zu finden. Also sie ist abgehauen. Und dann waren sie halt im Krankenhaus und dann ihre Oma hatte halt, ihr Herz hat geblutet. Das ist halt bei älteren Menschen so und sie hat sich davor schon mal irgendwie, ist sie fast gestorben wegen irgendwas. Und ja, dann ist halt ihre Oma und sie hat dann auch nicht mehr geatmet und hat an so einer Atmungsmaschine gehangen. Und es ist wegen, alles wegen einem Kind, das noch minderjährig ist. Stellt euch das mal vor. Und die liebe Chira war immer noch weg und ist ja jetzt auch immer noch weg. Und dann ist ihre Oma, keine Ahnung, nach einer halben Stunde ist sie dann auch verstorben. Also die ist von uns gegangen und dann haben wir alle geweint. Enden, weil meine Mutter kommt. Ja, wir müssen das Video auch beenden und sagen, bitte löscht sie alle von der Freundesliste und hasst sie alle. Das, was sie getan hat, kann man niemandem verzeihen. Und ja, ich hoffe, dass es euch eine Lehre ist, dass ihr sowas nie macht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.